Die regierende Bürgermeisterin galt lange als jemand, den Sie sehr gefördert haben. Sie galten als Mentor von Franziska Giffey. Und Sie sagen jetzt, der rot-rot-grüne Senat betreibt eine staats- und bürgerfeindliche Politik. Das ist ja ein Urteil, das in seiner Härte und Schärfe kaum zu überbieten ist. Also die regierende Bürgermeisterin, die heute dieses Amt ausführt, kann ich Ihnen mit fester Stimme bestätigen, ist nicht die Person, die mit mir zusammen mal an den Start gegangen ist. Sie hat da schon eine gewisse Wandlung vollzogen in ihrem politischen Habitus. Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Aber das war auch klar, weil das, was eigentlich das politische Umfeld war, das Franziska Giffey mal geprägt hat und was sie auch selbst geprägt hat, ist etwas anderes gewesen als das, was sie heute verkündet. Das ist so. Das sind zwei verschiedene Personen und das muss man eben dahin nehmen. Ich sage ja, die Franziska Giffey, die ich kenne, die auch mal Bürgermeisterin von Neukölln war, das ist nicht die Person, die in Neukölln mal mit dem Bürger und am Bürger gelernt hat, wie man vernünftige Politik für und mit Menschen macht. Und das, was ich in Berlin erlebe, das ist schon sehr, sehr bitter. Und das tut einem Kommunalpolitiker sehr weh. Ich habe mich nie in der Rolle verstanden, dass die Bürger und dass die Gesellschaft mein Feind sind. Weil ich habe es immer so verstanden, dass ich der Diener dieses Gemeinwesens bin. Und von daher, wie doch mit einer gewissen Geschwindigkeit und mit Enthusiasmus daran gearbeitet wird, diese Stadt zu zerstören, da muss man schon Respekt haben.